Uns ist seit längerer Zeit bewusst, dass die Polizei versucht, gegen mögliche Terroristen innerhalb von Anonymous zu ermitteln. Sie überwacht und lockt unsere Chats und versucht, uns zu unterwandern. Doch jetzt sind sie einen Schritt zu weit gegangen. Die Polizei lockt mit lächerlichen Vorwänden einfache Teilnehmer der IRC-Chaträume, insbesondere solche, die sich für mehr Datenschutz und gegen die Vorratsdatenspeicherung einsetzen, zu Zeugenaussagen und befragt sie dann zu ihren EDV-Kenntnissen, Internetgewohnheiten, ihren Standpunkt zum Datenschutz, ob sie Websites betreiben und über was sie so mit uns plaudern. Danach wird versucht, an private Chatlogs zu kommen, indem man darauf hinweist, dass intensiver Kontakt zu uns besteht und dies unter Umständen Konsequenzen haben könnte. Lange genug haben wir zugeschaut und der Gerechtigkeit zuliebe es geduldet, in gewissem Maße. Wenn unschuldige Chat-Teilnehmer, die sich einfach nur über uns informieren und mehr über unsere Motivation und Ziele erfahren wollen, jedoch unter Druck gesetzt werden, können und wollen wir das nicht weiterhin einfach so hinnehmen. Und wir nehmen auch nicht hin, dass Menschen, die von ihrem Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch machen und etwas verändern wollen, durch solche Einschüchterungsmaßnahmen zum Schweigen gebracht werden sollen. We are anonymous, we are legion, we do not forgive. We do not forget. Expect us.